Also ich habe jetzt kurz bei der Pause mal auf die Tabelle geguckt und wir haben nur noch 4 Spiele vor uns. Könnte knapp werden. Allee können wir nicht mehr Meister werden. Also dann müsste Manchester City öfters noch verlieren und wir müssten wirklich alle Spiele gewinnen. Das wird verdammt schwer, ey. Weil das letzte Spiel haben wir nur 1-0 gewonnen. Und es geht gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Kein Training mehr oder was? Oh, was geht denn ab? Und ich muss in Form werden. Ich muss in Form kommen, ey. Verdammt. Wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Ah, Position überprüfen. Ich bin Mittelstürmer. Nicht, dass es wieder heißt, falsche Position. Okay, Jungs, hört zu. Aufregende Zeiten, Gentlemen. Ich gehe davon aus, ihr seid vertraut mit der Tabellenlage. Vor einigen Monaten hat Andy, Mr. Butler, von der eventuell möglichen Titelchance gesprochen. Dank euch allen hier kann diese Möglichkeit nun tatsächlich Wirklichkeit für uns werden. Weswegen ich jeden von euch bitte, alles, wirklich alles zu geben bis zum Saisonende. Ich bitte jeden von euch zu glauben. An euch selbst und an jeden von euch. Die Erwartungen unserer Fans sind extrem hoch. Sie leben dafür, dass wir für sie Trophäen holen. Bleibt konzentriert, bleibt in Form. Und in wenigen Wochen haltet ihr vielleicht die Premier League-Trophäe hoch. Und vielleicht werden eure Namen für immer in die Geschichte dieses großartigen Vereins eingehen. Es liegt in euren Händen. Das ist die Phase, in der Meister geboren werden, in der Geschichte geschrieben wird. Also geht da raus und holt euch, was euch gehört! Komm schon, Jungs! Wir werden alles versuchen. Ich will auf jeden Fall gerne Meister werden und mit Liverpool Meister zu werden, wäre doch großartig, oder? Ich würde mich freuen. Aber es ist noch ein langer Weg. Wir müssen alles geben. Die Fans sind bereit. Wir sind bereit. Sie zu Hause hoffentlich auch. Frank Buschmann sowieso. Und damit ein herzliches Hallo von Wolfuß und mir. Heute sehen wir Watford gegen Liverpool. Okay, dann würde ich sagen, los geht's. Seit 1922 trägt der FC Watford hier im Stadion an der Vicarage Road seine Heimspiele aus. Klar, dass es in der langen Geschichte einige Umbauten im Stadion gab. Zuletzt kam eine neue Tribüne im Jahr 2014 dazu, die dann auch gleich einer absoluten Persönlichkeit gewidmet wurde. Sir Elton John Stand. Abspiel war nicht gut, der Ball über die Linie. Prödel, Capoue. Ich will gleich von Anfang an ein bisschen Druck raus. Machen. Und jetzt Pereira. Weil wir müssen jetzt gewinnen. Jetzt könnte es gefährlich werden. Achso, ich muss sie auf meine scheinen Position sich den aufpassen. Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine klar. Lücke. Da verlieren sie den Ball, da wäre mehr drin gewesen. Alberto Moreno. Schon wieder? Und nun Sturridge. Jetzt müssen sie aufpassen. Komm! Oh, Menno, wie kannst du da den Ball verlieren, Mann? Der Gegner hat den Ball. Oh, da trennt er ihn ich hab vom Nerven, Ball. Ey. Den halben Herzkasper. Oh, komm! Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Da zieht er ab. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vor. Ah, zu aufgeregt, zu... Ich wollt's einfach und... Ja, war ein Fehler. Flieg halber über meine eigenen Füße, oh Mann. Ja, glaube ich kann's verstehen, ich kann's verstehen. Ja,
Ich kann's verstehen. Storage. Und den spielt er gleich wieder zurück. Wird das eine Torchance? Sie müssen schneller spielen, dann könnten Sie die Defensive überraschen. Hunter! Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Schaffe ich es zum Kloppe? Nein! Das will ich ja lieber schaffen, bis zum Trainer zu rennen. Das nennt man dann wohl Druck hinter dem Ball. Ein Strahl. Aber Tor ist Tor. Puh. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Okay, ein Solo ist schon mal gut, aber Treffer. Jetzt könnte das Spiel nichts. Richtig heißt Fahrt aufnehmen. Nichts. Heißt doch nichts. Prödel. Verami. Da passt er auf. Bernard. Lukas Leiva jetzt. Er nimmt ihm den Ball ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Bin da, ich bin. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ach, da gewinnt er den Zweikampf. Da dürfst du den Ball nicht verlieren. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Ich darf ja nicht weiter hin, weil sonst hast du wieder 8 auf deine Position. Beste. Jetzt Alberto Moreno. Ja. Milner. Und direkt zurückgespielt. Bernard. Coutinho jetzt. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt die Chance. Nein! Gut verteidigt hier. Ich wollte diesen Pass machen, aber das hat nicht geklappt, ey. Schade. Oh, hoffentlich bitte kein Gegentor, bitte nicht. Das muss der Ausgleich sein. Puh, gute Abwehr. Die Defensive steht. Alex Hunter. Milner. Und Alberto Moreno. Philipp Bernard. Das könnte die Chance werden. Alex Hunter. Schuss! Das wäre es hier fast gewesen. Oh, richtig knapp, gute Szene, knapp, von Hunter. Knapp. Aber man muss es halt mal versuchen. Was die Flasche getroffen, gibt ja Bonuspunkte, oder? Hin. Jetzt hier ein bisschen nach hinten ab. Berami. Milner. Gut. Jetzt Alexander. Und jetzt die Chance. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Oh je. Das sind 100%ige Chancen und die machst du nicht. Das ist schlecht. Das ist echt schlecht. Konzentriert bleiben. Das ist ganz wichtig. Halbzeit. Zur Pause steht es 1-0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Wie ist deine Meinung zum Auftritt von Alexander bis hierhin? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Jo, das haben wir. Also das heißt leider noch gar nichts. Also 1-0 ist hier ein 1-0 und mit dem Gegentor wärst du wieder auf 1-1 unentschieden, aber wir müssen einen Sieg holen. Das ist wichtig. Oh, jetzt werden sie wechseln. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Da wären wir am liebsten, wenn wir noch ein 2-0 haben oder so. Also ein zweites Tor. Jetzt Alberto Moreno. Und dann hätten wir mehr Sicherheit. Mal gucken. Coutinho am Ball. Alex Hunter. Jetzt wird's gefährlich. Ah, jetzt habe ich es nicht geschafft. Abgefangen, gut gemacht. Verdammt. Herrera. Ich wollte nochmal vorbei und dann den Pass reinmachen, aber hat nicht geklappt. Schade. Berami.
Igalo. Das könnte gefährlich werden. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Ah! Klein. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Jetzt vielleicht die Flanke. Fairer Eckball. Einsatz hier. Das wird hier Ecke geben. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Nochmal Eckball. Im Moment gibt es ja Transfergerüchte, ne? Um Alex Hunter, Buschi. Da waren zuletzt so einige Vereinsnamen zu lesen. Sogar eine Zahl steht schon drunter. 10 Millionen Pfund an Ablöse sollen es wohl sein. Wir warten mal ab. Was? Davon weiß ich gar nichts. Warum soll ich zu Manchester United? Ich mag den Mourinho nicht. Alex Hunter. Also... gibt's jetzt die Gelegenheit. Deswegen habe ich ja auch mit Liverpool super durchgesetzt. Bei Liverpool mag ich den Verein und den Trainer. So. Ja, es müsste mal eine zündende Idee kommen. Souverän gemacht. War gar nicht so einfach. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Doucouré. Nur, dass ich Kloppo gerne beim anderen Verein gesehen hätte. Und Coutinho. Jetzt müssen sie aufpassen. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Jetzt ist der Angriff ein Tor, dann haben wir unentschieden und das wäre schlecht. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jetzt gibt es einen Einwurf. Storage am Ball. Und damit sind sie am Ball. Kabasele. Ich hab den Ball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Storage. Jawohl, wunderbar. Schönes Ding. Schönes Tor. 2-0, Ju. Kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Der schafft zum Globo. Oh, Mann. Das wollte ich auch mal schaffen, aber irgendwie hat es nicht hingehauen. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Ja, Hauptsache 2-0. So fühle ich mich ein bisschen sicherer. Schaut doch gut aus. Es steht 2-0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Na, 2 Tore glaube ich nicht, dass sie es packen. Die Gäste werden wechseln. Ah, verdammt. Da holt er den Ball zurück. Komm, komm! Capoue. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ja, okay, ich denke mal, das gewinnen wir. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Wird's jetzt gefährlich? Doucouré gibt Abstoß. Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir das gewinnen. Klein. Aber was sind das für Gerüchte, dass ich zu Manchester United wechseln will? Und Lallana. Hallo, ich will Meister werden und nicht Versager werden. Habe ich das jetzt wirklich gesagt? Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Ein guter Pass. Ja, nicht der erste. Sie sind heute gut drauf. Ja, das gibt Eckball. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Okay. Da, Mann, den da hast du? Kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt's oben drauf. Ah, gute Freistoßposition. Das ist eine gute Chance. So hat das Tackling. Dann musst du leben. Mit der Flanke hat der Verteidiger kein Problem. Zur Ecke abgewehrt.
Kompromisslos geht er dahin. Sehr gut. Aus. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. Es bleibt hier bei diesem 2:0. Das war der Schlusspfiff. Sind wir auf jeden Fall zufrieden mit 2:0. So haben Sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Finde ich wunderbar. 2:0 ist schon mal gut. Manchester City hat 4:4 gespielt, haben nur unentschieden gespielt. Das ist schon mal gut für uns. Boah, Gott sei Dank. Also Alex, Spieler des Tages. Ein besonderer Tag für Sie? Oder ein Tag wie jeder andere? Also da es langsam Gewohnheit ist, würde ich sagen, ist ein Tag wie jeder andere. Aber freut mich, ein Teil des Ganzen zu sein. Ich freue mich einfach, meinen Beitrag zu leisten, Karen. Diese Liga ist so herausfordernd, das Tempo so schnell. Ich versuche mich aufs Spiel zu konzentrieren und auf meine Rolle im Team. Spieler des Tages ist nur ein Bonus. Alex, Sie haben heute getroffen. Überragendes Gefühl? Ja, aber das ist immer so eine Geschichte für sich. Ich meine, Tore schießen ist meine Leidenschaft. Absolut. Das Allerwichtigste für mich ist es, Tore zu schießen, sonst nichts. Es gibt kein besseres Gefühl auf der Welt. Es ist schön, den Fans einen Grund zum Jubeln zu geben. Heute haben Sie diesen wichtigen Sieg errungen. Ihre Meinung zu dem grandiosen Erfolg? Also meine Meinung ist, dass es ein gutes Spiel war und wir sind als Team aufgetreten, eindeutig. Das Team spielt mittlerweile richtig gut zusammen und wir halten uns an die Strategie des Trainers. Jeder kennt seine Rolle genau und das erleichtert uns die Arbeit auf dem Feld wirklich sehr. Wenn wir so weitermachen, werden wir noch mehr Siege einfahren, ganz bestimmt. Das war prima. Danke, Alex. Jederzeit. Eigentlich ein sauberes Interview, aber was hat das mit Manchester United zu tun? Dass ich ein Transferangebot habe von 10 Millionen? Was? Was will ich bei Manchester United? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich will da nicht hin. Weiter geht's. Okay, das sind alle begeistert. Ich hoffe, ich habe jetzt mal Training. Ja, Standardtraining. Ach, wie schön. Endlich mal wieder Training. Ach, ist doch herrlich. Hallo, Gentlemen. Fangen wir an, hä? Huh? Natürlich fangen wir an. Standard, okay. Training beginnen. Oh, Beistoßflanken. Die kann ich nicht. Okay. Ah, schade, kein Tor. Aber ich muss ihn ja nur dahinter bringen. Okay. Boah, geiles Tor! Sowas hätte ich gerne mal in der Liga geschafft. Der ist zu weit, glaube ich, oder? Ah, schönes Tor. Immer auf diesen Punkt. Das ist gar nicht mal so einfach, gell? Neuer Versuch. Ich probiere es nochmal. Ah, schönes Tor. Ach, verdammt. So, nochmal. Ah, da wollte ich den Rückzieher versuchen, hat aber nicht ganz geklappt. Okay. Boah, geil. Das war ein geiles Tor. Wenn ich das wenigstens mal im Spiel schaffen würde. Ein Rückzieher wäre geil.
Boah, habe ich bis jetzt noch nicht geklappt. Ach, da wollte es wieder versuchen. Nochmal. Ja, schade. Schade. Nochmal. Gut gemacht, finde ich gut. Ah, schade. Noch einen Versuch habe ich. Okay. Jawohl, nochmal ein schönes Tor. Exzellent. Oh, geil. Aber das Sidewitz-Tor war richtig geil. Hätte ich gerne mal im Spiel gemacht. Aber habe ich bis jetzt noch nie geschafft. Ich weiß gar nicht, wie das geht, Alexa. So, Freistöße. Fortgeschrittene Freistöße. Ja, das ist so eine Geschichte. Fortgeschrittene Freistöße sind immer so eine Geschichte. Mal klappt's und mal klappt's nicht irgendwie. Ich glaub so. Oh, der war schön. Der war echt schön. Der war auch schön. Ah, jetzt scheint's mal zu klappen, ey. Ja, normalerweise passiert immer das, oder ich verschieß den irgendwie total. Warte mal. So, die müsste eigentlich gehen, ne? Ja, genau so. Oder so. Der war schön. Wir versuchen uns jetzt mal in die andere Ecke rein. Ah! Ah, verdammt! Ah, der war nice, der war nice, der war nice. Die kann ich nicht, die kann ich nicht. Aber trotzdem, exzellent, war doch schön. Super, war das so. War doch gut. So, dann würde ich sagen, weiter geht's mit dem nächsten Spiel gegen Southampton. Die sind Vierter und wir sind Zweiter. Wir sind genau direkt hinter Manchester, tatsächlich. 7 Punkte Vorsprung hat Manchester City und wir haben ein Spiel weniger. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, hätten wir 73, dann sind wir wieder 4 Punkte hinten dran. Könnte noch schwer werden, Leute. Das könnte echt noch schwer werden. Aber wir versuchen immer unser Bestes, natürlich. Ja, haben wir das nötige Glück. Aber jetzt erstmal unser Spiel gewinnen, das ist wichtig, und dann mal gucken, wie es weitergeht. This is Anfield, live von der Anfield Road heute. Wir begrüßen Sie herzlich. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Southampton. So, dann würde ich sagen, was los viele geht's. Ja nicht wissen ist, dass die Anfield Road in den ersten Jahren nach der Gründung die Heimspielstätte vom FC Everton, also ausgerechnet vom großen Rivalen von Liverpool war. Ja, die Toffees sind hier 1892 nur ausgezogen, weil sie sich mit dem Besitzer nicht über einen Kaufpreis einigen konnten. Und der hat dann eben mal den FC Liverpool gegründet, um sein leeres Stadion mit Leben zu füllen. Der war ein bisschen schlecht gespielt. Ach, auf deine Position, was will denn der von mir? Klasse Tackling. Immer zu, immer das Gleiche. Achte auf deine Position. Jetzt Alexander. Da kommt der Steilpass. Und die Chance. Ja, war ein schönes Tor. War auf jeden Fall ein schönes Tor. Ja, gibt's das denn? Mit dem ersten Schuss gehen sie hier in Führung. Das war stark gemacht. Tolle Hereingabe und ein super Abschluss.
Ja, so kennen wir ihn. Technisch einwandfrei und überlegt bringt er den Ball da im Kasten unter. Meinst du mal ehrlich, wenn er das Tor nicht gemacht hätte, gell? Wenn er das Tor nicht gemacht hätte, dann... Das ist peinlich gewesen. Wir haben das erste Tor gesehen. Van Dijk. Wir müssen uns aber auch anstrengen. Da trennt er ihn fair vom Ball. Defensiv machen sie es gut. Und Coutinho. Das könnte die Chance werden. Ah, verdammt. Ball draußen, gibt Abstoß. Oh, süß. Oh, die Gesänge finde ich nur geil in dem Game. Philipp Bernard, gut gespielt, Ball geht nach außen. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance, vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, schade, um hier zu einer Torchance zu kommen. Long. Cedric. Oriol Romeo. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Ja, einen Foul wollte ich auch nicht machen, gell? Sie müssen schneller spielen, dann könnten sie die Defensive überraschen. Macht er ihn! Oh, nee, macht er das nicht. Das war die Chance zum Ausgleich, Buschi. Aber er macht ihn nicht! Wie soll er den da auch machen? Oh, Mann, oh, Mann, Mann, Mann. Nun Alberto Moreno. Jetzt müssen sie aufpassen. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Scheiße. Jetzt Coutinho. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Da passt er auf. Alex Hunter. Ach, das gibt's doch nicht. Anderson. Gute Aktion vom Torhüter. Verdammt. Das war meine beste Chance. Ich habe sie nicht genutzt. Mist. Krieg den Ball noch. Sie suchen die Lücke. Die Mitspieler bieten Nein. sie an. Sehr gut aufgepasst. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Das Lukas. Mit einem Skill habe ich noch nicht drauf, Alter. Anderson. Wird das eine Torchance? So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ja, da war ich, glaube ich, im Absatz gestanden. Ich weiß es nicht genau, aber ich denke schon. Coutinho jetzt. Aber wir führen ja 1-0, das passt schon. Komm schon. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. So, Nachspielzeit angezeigt. Gibt noch mal 2 Minuten drauf. Verdammt. Oriol Romeo. Vorbei. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1-0. Wieder mal ein 1-0? Das war schon überzeugend, was er da im ersten... Da muss auf jeden Fall mehr kommen. Versuch zu passen. Stellungsspiel war heute ganz passabel, aber da ist noch Luft nach oben. Ja, gebe ich zu. Das war nicht so toll. Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Bertrand. Austin. Cedric. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ball draußen, es gibt Einwurf. Matip. Philipp Bernard. Alex Hunter.
Ah, das gute gibt's Aktion. Doch nicht, ich komm da nicht vorbei. Wird's jetzt gefährlich? Oh, oh. Ich weiß, wenn er trifft, dann ist es ein Fehler. Klasse Tackling hier. Bertrand. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Steven Davis. Storage. Lukas Leiva jetzt. Auch so ein schlechter Pass. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Da passt er auf. Philipp Berner. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Lauf mit, lauf mit, lauf mit. Das könnte gefährlich werden. Das sieht so einfach aus, was sie jetzt machen. Verdammt, aber dieser Ballbesitzfußball ist das Ergebnis von hartem Training. Ich habe heute schlechten Zweikampfspiel, ey. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Sieht gut aus, sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Gute Idee, dieser Ball. Sehr guter Einsatz. Dass die richtige Entscheidung war, Fahne ist oben. Ja, okay, kann man so auslegen, aber... Ich komme heute nicht richtig ins Spiel rein, da. Jetzt Alberto Moreno. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Alex Hunter. Ganz einfach an den Ball gekommen. Ah, Gott, ist das ein schlechtes Spiel von mir, oder? Das könnte eine Gelegenheit werden. Er macht das Spiel schnell. Ah, oh, das könnte es sein. Souverän gemacht. Jetzt habe ich gerade geschwitzt, ey. Storage. Komm. Was? Ball hier von Hunter. Ich hab doch nicht mal was gemacht, Mann, Schiri, das war niemals ein Foul. Was, gelb? Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Für was? Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler, das war ein klares Foul. Für richtige was? Richtige Entscheidung hier, das sehen wir ganz deutlich. Jetzt kommt die Auswechslung, der verwarnte Spieler muss runter. Ja, sicher besser so, da geht der Trainer kein Risiko. Oh Mann, ey, das war doch nie ein Foul, ey. Das war irgendwie jetzt bitter, gell? Restliche Spielzeit anschauen. Aber das war für mich eigentlich kein gelbwürdiges Foul, hallo? Ah, jetzt kann ich wenigstens zugucken und kann wenigstens mal was trinken. Reed. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ob das wirklich gelbwürdig war. Na, meiner Meinung nicht. Okay, meine Leistung war nicht gut in dem Spiel. Aber gelbwürdig war das ja auch nicht, oder? Jetzt vielleicht. Da ist der Torwart da. Schade, schade. Hab Jungs, auf geht's. Ihr schafft es. Jetzt bekommt er seinen Abgang. Super Spiel und jetzt hat er Feierabend. Ständig präsent. Kane! Ah. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. So verzweifle ich auch gerade. Könnte schon längst 2-0 stehen, ey, da wäre ich ein bisschen beruhigter, aber... Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ich meine, 1-0 reicht. Das Spiel geht in die letzten Minuten und beide Teams haben noch Chancen. Sie liegen vorne, oh, aber Mann. Es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung. Auch ist richtig, hopp, komm, geht hin. Oh. Sicher vom Torwart, gut gemacht. Ich zitter da irgendwie richtig mit, ey. Alter, was machst du? Und jetzt der Schuss.
Jetzt oh, ist die Mann. Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Erzählst du richtig mit, ey? Also, wenn du ich spiele euch schlecht. Den Sieg auf jeden Fall verdient, das steht mal fest. Kommt schon, Leute, kommt schon, kommt schon. Und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Nein. Milner. Die Chance nutzt er nicht, Buschi. War zu überhastet. Ja, das kann man wohl sagen. In dieser Situation wäre natürlich viel mehr drin gewesen. Gott sei Dank, ey, 1-0 der Endstand. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. Da bin ich zufrieden, aber die Note, die war katastrophal. Diese gelbe Karte hat dir deine Arbeit nicht gerade erleichtert. Spiele diszipliniert. Für meine Seite aus, lieber Kloppo, war das keine gelbe Karte wert. Also für mich war das keine gelbe Karte. Also ich habe dann mal eine Taste für einen Foul gedrückt oder so. Das war ja das. Also naja, was willst du machen? 6,4 Bewertungen. Hätte besser sein können, aber gut. Die erste gelbe. Passiert. Das war der Druck, mit dem ich halt nicht ausgekommen bin. Nee, Schmarr. Sowas passiert halt, Leute. Ich meine, so, jetzt sind wir 4 Punkte wirklich hinten dran. Und 7-8, das sind nur noch 2 Spiele, glaube ich. 4 Punkte hinten dran, 2 Spiele, das... Oh Gott. Von den Toren sind wir vorne dran. Aber die haben einen Sieg mehr wie wir. Wir haben 2 Niederlagen. Ey, das wird... Das wird verdammt hart, ey. Das wird verdammt schwer. Es sind nur noch 2 Spiele, also... Laut meiner Rechnung. Schauen wir mal, beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge auf jeden Fall. Moment, da wollte ich doch gar nicht hin. Bei der nächsten Folge auf jeden Fall wird es dann wahrscheinlich die Entscheidung geben, ob wir Meister werden oder nicht. Im FA Cup wird es noch eine Entscheidung geben, werden wir Pokalsieger oder sind wir dann der ewige Zweite in der Premier League, wenn wir Pech haben. Also Zweiter in der Liga und Zweiter in der Premier im FA Cup. Der ewige Zweiter wie Vizekusen, wirst du. In der Bundesliga. Man weiß es nicht, wie es ausgeht. Aber wenn ihr die Folgen nicht verpassen wollt und wenn ihr wissen wollt, wie es ausgeht, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann werdet ihr die Folgen auf jeden Fall nicht verpassen. Und wenn es irgendwelche Anregungen gibt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar reinschreiben. Ihr könnt auch gerne mal schreiben, wie ihr die Karte fandet, ob die jetzt gerechtfertigt war oder nicht. Ich fand, die gelbe Karte war nicht gerechtfertigt, aber das sind die Meinungen ja immer wieder verschieden. So wie es im Fußball halt so ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Players Club Member, BB und ciao.